Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte mit uns heute Jakobus 5, die Verse 19 und 20 anschauen, unter dem Übertitel Das Gemeinschaftsprojekt. Schauen wir gleich rein. Hier haben wir Jakobus 5, Verse 19 und 20. Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zurückführt, so wisst, dass der, welcher einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tode retten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Meine Brüder sind hier angesprochen und gleich auch jemand unter euch, also offensichtlich unter den Brüdern, der von der Wahrheit abirrt, aber nur wenn. Und dann jemand ihn zurückführt. So wisst, alle Brüder sollen das wissen, und vor allem die, die einen solchen jemand zurückführen, dass der, welcher einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt. Der Sünder ist offensichtlich dieser jemand hier unter euch, dessen Seele vom Tode retten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Das heißt, einer, der sich darum bemüht, einen, der von der Wahrheit abirrt, zurückzuführen, der hat erreicht damit eine ganz große Wirkung. Ja? Wir haben natürlich darüber diskutiert dann viel, dass das nicht so, das klingt ja so, als würde ein Bruder, also ein Geretteter, ein Christ, ein Kind Gottes, abirren können und sozusagen sein Heil verlieren. Aber das steht hier nicht. Das kann man daraus schließen. Ich habe mir natürlich dann anderes angeschaut und in Hebräer 3, denke ich, ist ein ähnlicher Sachverhalt geschildert. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde. Denn wir sind Teilhaber des Christus geworden, wenn wir die anfängliche Grundlage bis zum Ende standhaft festhalten. Auch hier haben wir wieder Brüder und auch hier gibt es ein Seht zu, ja, ein Rufzeichen, dass nicht etwa in jemandem von euch, ja, wieder ein jemand aus den Brüdern, ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott, also eine ziemlich gravierende Geschichte. Und auch hier ein Auftrag an dich, an mich, an uns alle, an die Brüder, an die Schwestern, die hier jetzt nicht namentlich angeführt sind. Ich tue es jetzt nur einfach, um das auch abzurunden. Was steht hier? Ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt. Was, mit welchem Ziel? Damit niemand von euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde. Sprich, dieses böse Herz des Unglaubens im Abfall nicht entstehen kann. Ein Gemeinschaftsprojekt hat hier Gott für uns ganz klar beauftragt. Nun, und das Thema, dass ein Bruder, eine Schwester im Herrn vom lebendigen Gott abfallen könnte. Dazu wirklich nur ganz kurz. Hier steht, denn wir sind Teilhaber des Christus geworden. Das heißt, alle vom Herrn Auserwählten sind es geworden. Das ändert aber nichts daran, dass wir im täglichen Kampf stehen, in der täglichen Aufgabe, am Herrn festzuhalten, wenn wir die anfängliche Grundlage bis zum Ende standhaft festhalten. Es gibt viele andere Stellen, die hier die Treue des Herrn ganz klar hervorstreichen und auch ganz klar machen, darum geht es nicht, ja, dass Christus nicht Herr der Lage wäre, dass wir sozusagen, die wir ihm gehören, aus seiner Hand gerissen werden können. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir daran festhalten an ihm, unseren Teil dazu tun. Er ist es ohnehin, der uns dazu die Kraft gibt. Und das Gemeinschaftsprojekt noch einmal. Wir sind aufgefordert, einander zu ermuntern jeden Tag, weil wir vom Betrug der Sünde tagtäglich umgeben sind und weil diese Gefahr des Abirrens von der Wahrheit immer da ist.
Aber umso wichtiger ist, dass jemand da ist, der zurückführt. In diesem Sinne, seien wir wachsam und vertrauen wir auf den Herrn.